Sitze sind die größte TÜV-Problematik. Update von Hyundai, ne? Sag Bescheid, wenn du ready bist, Carsten. Läuft schon die ganze Zeit. Geil, ey. Hallo zusammen, willkommen zu einem neuen Video. Heute brauche ich unbedingt Unterstützung, denn wir hatten zwei Nachtschichten hinter uns und langsam merkt man das. Deswegen hole ich den Dennis dazu, der mindestens genauso müde ist. Hallo. Also mal gucken, was wir heute so zustande kriegen. Es geht um unseren i30N, ein Update, denn an dem Auto ist nach dem Trackday relativ schnell relativ viel passiert. Wir haben ein paar kleine Schwachstellen identifiziert und haben dann unter Hochdruck Sachen konstruiert, fertig lassen und haben sie eingebaut. Unter anderem, aber erst einmal zeigen wir euch die Dinge, die wir von Hyundai selber gekauft haben und eingebaut haben und sprechen ein bisschen über das Fahrwerk und dann über die Sitzbefestigung, würde ich sagen. Jetzt schwenken wir rüber zum Auto und ich möchte darauf hinweisen, dass ich gebeten wurde von so einem Kameramann unbedingt Schuhe anzuziehen und nicht mit Badelatschen rumzulaufen, weil wegen der Professionalität. Der i30N, das erste, was einem sofort auffällt, ist der Spoiler da hinten. Sehr, sehr coole Geschichte von Hyundai, denn dieser Spoiler, den kannst du Plug and Play montieren, musst nicht bohren, nutzt die originalen Anschraubpunkte. Musst bohren, nutzt die originalen Anschraubpunkte. Und das Ding hat eine ABE, richtig? Also ein Teilegutachten. Heißt einfach draufschrauben und Feierabend. Hast keinen Stress mit dem TÜV. Und der steht sogar tatsächlich im Wind. Erst als ich das Teil gesehen habe, dachte ich mir, okay, das ist Aufbauen zu dem bestehenden Spoiler. Ob das so cool aussieht, aber jetzt, wo er verbaut ist, finde ich ihn wirklich richtig gut. Und dann Stabi, ne? Ja. Stabi hinten. Ich hole mal gerade den alten Stabi, dass wir einen Vergleich haben. Denn was interessant ist, der Stabi ist gar nicht dicker. Ich hatte ja zahlreiche Parameter aufgezählt beim letzten Mal, was wir alles machen können, um die Hinterachse zu stabilisieren. Weil der war beim Lastwechsel nicht ganz so schlimm wie die Supra, aber geht so gut. Und da wäre es, glaube ich, zu viel gewesen, wenn wir alles auf einmal verstellt hätten, weil meine Idee war, ein wenig mehr Zugstufe. Das heißt, es federt langsamer aus bei Lastwechsel, dass du keine Überlagerung der Kräfte hast. Hinten ein wenig tiefer schrauben für mehr Gewicht und dann noch einen härteren Stabi. Aber ich glaube, wir brauchen hinten gar keinen härteren Stabi, weil ich glaube, das Rollen kommt über die Vorderachse. Oder was meinst du? Ja. Weil die Hinterachse ist gar nicht leicht geworden, nee, und du hast also gesehen, dass auch beim Anbremsen war das Auto wirklich sehr neutral. Also es ist nicht so, dass es ausgeschlagen ist oder genau, sehr nervös geworden ist. Und auf den Onboards habe ich gesehen, dass bei der auf der Geraden am Wilsterberg die erste Rechtskurve hoch, hat er hinten immer das Beinchen gehoben. Was halt schon dafür spricht, dass es genau so unsteif hinten gar nicht ist. Nein. Und interessanterweise der Stabi, der neue, ist genauso dick, hat aber drei Einstellvarianten. Und ich würde die tatsächlich erstmal auf weich fahren. Weil ich glaube, sonst sind es zu viele Parameter und sonst machen wir die Hinterachse zu steif. Auch da schreibt gerne in die Kommentare, was ihr dazu meint. Und ganz kurzer Hinweis von mir, ihr kommentiert immer fleißig und es sind auch sehr viele Leute dabei, die wirklich Ahnung haben und sehr, sehr wertvolle Dinge schreiben. Aber schreibt gerne auch mehr untereinander, also beantwortet euch untereinander die Fragen, weil da sind wirklich viele Leute dabei, die echt Plan haben und das ist echt, denke ich, interessant für alle anderen User, weil wir können auch nicht alles wissen. Nein, auf keinen Fall. Ich hole den Stabi und du kannst ja mal zum Fahrwerkssetup was sagen, weil wir haben dem Auto vorne mehr Sturz verpasst. Genau. Aufgrund des Reifenbilds. Genau, wir haben dem Auto einfach ein bisschen mehr Sturz verpasst. Das Reifenbild hat es auch vorhin angesprochen. Ich suche mal einen Vorderreifen. Alles klar, hier ist jetzt der Vorderreifen. Und hier ist zu erkennen, diese Rillen, die gehen eigentlich bis zum Rand des Profils. Das heißt, hier sieht man deutlich, dass die schon komplett abgefahren sind. Das heißt, in schnellen Kurvenfahren ist der halt fast nur über die Außenflanke gefahren. Was ein gutes Indiz dafür ist, dass wir einfach mehr Sturz brauchen, um die in der Kurvenfahrt die Last ein bisschen mehr auch auf die Innenseite zu verteilen. Ja. Was man auch gut erkennen kann, ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera sieht, ist so dieses leichte Sägezahnprofil nach außen hin. Was auch ein gutes Indiz dafür ist, dass der Reifen sehr über die Vorderachse geschoben hat. Was wir mit ein bisschen mehr Sturz auch minimieren können. Ja, da war auch vom Scheitelpunkt wieder voll auf dem Gas. Ja. Aber man muss dazu sagen, das ist vorne rechts. Und Wilsterberg macht vorne rechts mit dem Rad immer so. Ja.
gerade in der Mausefalle unten. Ja, ja, das ist, genau. Da ja mehr Sturz, genau. Nachdem wir das gemacht haben, muss aber wieder zur Vermessung, weil sobald du mehr Sturz generierst, macht er die Spur wieder auf. Und wir fahren, genau. Ich glaube, eine relativ neutrale Spur bei dem Auto. Das fühlt sich gut. Also, genau, also so vom Running System, ne? Einlenkverhalten war das echt super. Ja. Hier haben wir der Stabi. Der jetzt verbaut ist, sieht exakt gleich aus, hat hier nur 3 Verstellpunkte. Das heißt, es ist ein bisschen länger. Das bedeutet, dass, und es ist PU gelagert. Bedeutet, dass es in der insgesamt, glaube ich, gar nicht härter wird, je nach Einstellung. Ich würde ihn mittel oder bei weich sogar erstmal testen. Und dann aber mit mehr Zugstufe und hinten ein bisschen tiefer. Wir schrauben das zwar jetzt hinten ein bisschen tiefer, machen das aber nochmal per Radlastwaage, sobald wir die Rücksitzbank ausgebaut haben, weil dann ist die Gewichtsverteilung ja wieder eine andere. Ja. Haben wir noch was gemacht? Domstrebe ist reingekommen. Ja. Die glänzenden ja. Chromzeichen sind ab. Weil wegen der Performance auch nicht. Ja. Domstrebe ist drin, anderer Luftfilter. Alles original Hyundai-Zubehör. Jetzt kommen die geilen Speed-Teile. Ja. Boah, sind wir bräsig heute. Ey. Also, einmal die Fahrerseite. Da ist ein Sitz verbaut. Ja. Kameramann durchlassen. Genau. Ein Pole-Position-Sitz ist verbaut. Das Ganze ist über Nacht passiert. Also die Konstruktion in der einen Nacht. Dann ein Eilauftrag an unseren Lieferanten, der das sofort fertigen muss, und der Einbau in der Folgenacht. Und es passt. Und worauf wir aber achten müssen, ich glaube, das ist für den einen oder anderen ziemlich interessant, weil eine Sitzkonsole ist halt ein Artikel, der... Boah, ich sitze hier wie in so einem Playboy-Kalender. Jetzt müsstest du mich von hinten filmen. Geh da weg. Nein, es gibt wirklich unheimlich viele Dinge, auf die man achten muss. Und so eine Sitzbefestigung ist bei weitem kein einfaches Produkt. Wir wollen euch mitnehmen und euch damit ihr eine Idee bekommt, worauf man wirklich alles achten muss, dass das Ganze mittig ist, dass es steif ist, dass es vom TÜV abgenommen ist, wird und dass du tief sitzt, dennoch den vollen Verstellweg hast und warum wir jetzt ein Facelift-Design davon rausbringen. Denn während der Entwicklung und während des Zusammenbaus haben wir gemerkt, dass wir noch immer Potenzial zur Verbesserung haben. Das ist unter der Folie, wie schafft man das? Ehrlich, ist alles unter der Folie. Was? Junge, ey. Kann das denn unter die Folie kommen? Das fragt man unsere neue Aushilfe. Wir haben jetzt einen neuen Angestellten, der die Teile für uns montiert. Der kriegt eine erste Abmahnung. Also, es geht um diesen Sitz. Das größte Problem, wenn es um das Thema TÜV geht, das ist gefühlt das größte Problem. Weil ich denke, ein Fahrwerk kriegst du immer irgendwie eingetragen, Felgen mit Materialgutachten auch. Und Sitze sind die größte TÜV-Problematik. Oh, das sollten wir vor das Intro packen, das ist ein geiler Satz. Sitze sind echt die größte TÜV-Problematik. Mittlerweile, bis ich glaube Januar 2021, konntest du Poles relativ problemlos eintragen. Seitenaufprall geprüft und so weiter. Aber auch das soll wohl mittlerweile nicht gehen. Bei einigen Prüfern geht es doch noch, bei anderen nicht. Auch hier wieder bei Hyundai ein riesengroßer Vorteil. Du kannst diesen Sitz mit deren Sitzbefestigung bei Hyundai kaufen, einbauen, losfahren. Das heißt, du musst nicht mal zum TÜV, wenn du die Dinger verbaut hast. Mit unserer Sitzkonsole wird das auch gehen. Ich sag mal so, wir hatten noch nie einen Fall, dass unsere Sitzkonsole nicht eingetragen wurde aufgrund der Konsole oder aufgrund der Konstruktion. Vielleicht musst du irgendwelche Dinge ändern an einem Fahrzeug, die Gurte anders legen oder wie auch immer. Das kann sein, aber aufgrund der Konstruktion an sich nicht. Und wir haben halt bei jeder unserer Konstruktion nehmen wir die TÜV-Prüfer mit. Das bedeutet, wir entwickeln die zusammen mit dem TÜV. Das ist die erste Hürde. Die zweite ist die Materialauslegung. Wir arbeiten zum Beispiel ganz gerne mit 8 mm Stahl. Und das hier ist die gesamte Konsole. Mehr ist das gar nicht. Wir haben relativ viele Ausbrüche, machen das anhand einer FE-Analyse, dass wir trotzdem die Steifigkeit haben. Habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, ist nichts Neues für euch. Aber 8 mm, warum? Weil wir dann nicht kontern müssen. Das heißt, wir sind jetzt schon beim zweiten Punkt. Das Ganze muss leicht sein für den Anwender, um das zu verschrauben und zu montieren. Deswegen machen wir die ganzen Anleitungen. Und ein weiterer sehr interessanter Key-Fact. Es gibt Hersteller, die schon lange am Markt sind und die jetzt komischerweise sehr ähnliche Parameter haben.
auch die gleiche Dicke nehmen, auch die gleiche Kantung auf einmal nehmen. Bestätigt uns in vielerlei Hinsicht, aber ist dennoch interessant, dass, ja, dass das so gehandhabt wird. Wie dem auch sei, vielleicht kannst du was zu den Kantungen erzählen, weil unsere L-Adapter sind auch immer von Fahrzeug zu Fahrzeug unterschiedlich. Du kannst nicht universell konstruieren. Wenn du das universell machst, dann wird der Anwender immer irgendwas bohren müssen, schneiden müssen, anpassen müssen. Und das wollen wir nicht. Deswegen ist es immer individuell. Und bei diesem Fahrzeug sieht es halt so aus. Genau. Ein kleiner Nachtrag noch zu der Dicke der Konsolen. Der Vorteil dadurch, dass wir das Gewinde schon direkt in der Konsole haben, ist einfach, dass wir die Konsole an sich ein bisschen tiefer bauen. Gerade auch bei Fahrzeugen, so wie das beim Hyundai sogar der Fall ist, hat man gar keinen Platz, um noch eine Mutter unter der Konsole zu montieren. Das heißt, es bleibt fast gar nichts anderes übrig, als das so zu machen. Genau, kommen wir jetzt zu den L-Adaptern. Wir hätten auf beiden Seiten den gleichen L-Adapter verwenden können, und zwar diesen hier. Haben aber im Lauf der Konstruktion festgestellt, dass wenn wir die Bohrung bzw. die Konsolen gleich machen, und den L-Adapter, den wir schon bei unserem... So, die Kamera war jetzt plötzlich gerade aus und jetzt erzählen wir, wissen nicht, wo wir aufgehört haben. Also erzählen wir euch jetzt ein paar Sachen vielleicht doppelt, weil es so interessant ist. Auf jeden Fall. Los geht's. Genau. Nachtrag zu der Dicke der Konsolen. Oh, das war drauf. Das war drauf. Ja, okay, dann lasse ich das weg. Das war drauf. Also war das nicht tiefer. So spannend. 8 mm genau. Tiefer. Ja. Kein ich glaube, L-Adapter bist du. Genau. Wir haben erst versucht, auf beiden Seiten den gleichen L-Adapter zu verwenden. Dadurch hätte sich aber, wenn der Sitz in der Mitte montiert werden soll, für die rechte und linke Konsole ein anderes Maß ergeben. Dieses Maß war allerdings nicht so weit voneinander weg, dass wir uns dazu entschieden haben, die Konsolen rechts und links gleich zu machen. Das heißt, wir haben ein Gleichteil, was in der Produktion auf jeden Fall ein Vorteil ist. Und wir hatten diesen doppelt gekanteten L-Adapter sowieso schon im Programm. Und der ist einfach nur dafür da, um den Sitz weit genug nach rechts zu schieben, beziehungsweise mittig vor dem Lenkrad platzieren zu können, wenn die Laufschiene trotzdem noch relativ weit auf der linken Seite ist. Gerade auch bei BMW ist das Problem, dass die Laufschiene auf der linken Seite, also türseitig, weiter vom Lenkrad weg ist als auf der rechten Seite. Gut, dass ihr um BMW geht gerade. Ja. Der BMW i30N. Genau, und das gleiche ist hier auch beim Hyundai. Das heißt, die Verschraubungspunkte von der linken Seite, also türseitig, sind weiter vom Lenkrad weg als von der rechten Seite. Deswegen können wir die Laufschienen nicht symmetrisch vor das Lenkrad setzen. Ja, sonst setzt du hier ein ewiges Langloch auch, ne? Genau, sonst... Dann hast du da so ein Geschoss von Langloch und genau. Bist dann am äußersten Ende und hast einen ewigen Hebelarm. Eben. Das wollen wir nicht. Oder man kommt sogar in den Fall, wenn man einen sehr schmalen Sitz fahren will, dass man den L-Adapter sogar umdrehen muss. Ja, weil man in den Verstellbereich gar nicht reinkommt. Bei so einer breiten Schale wie dem Recaro ist das nicht so das Problem. Da hätten wir mit dem normalen L-Adapter arbeiten können. Aber wenn man jetzt einen Sparko Rev fahren will, der sehr schmal baut, hätte man ein Problem gehabt. Das war ein Grund, unterschiedliche L-Adapter zu verwenden. Nächster Punkt, wir konstruieren fertigungsoptimiert, glaube ich. Also was ihr hier seht, ist ein und dasselbe Teil. Ja. Du musst es nur umdrehen und hast die andere Seite. Also das, was ich vorhin erwähnt habe. Hat er vorhin erwähnt. Aber jetzt erzähle ich euch nochmal den Vorteil für euch. Wenn wir es nämlich schaffen, so fertigungsoptimiert zu konstruieren, dann leiten wir diese Ersparnis an euch weiter. Deswegen kostet eine BMW E36-Konsole 350 Euro und ist somit relativ teuer, obwohl das Auto eigentlich günstig ist. Und bei diesem etwas teureren Auto kostet die nicht mal 290 Euro. Warum? Wir können eine Fertigung sparen und das spürt ihr im geringeren Preis. Und dennoch sind wir teuer. Ich glaube, wir sind mit die teuersten Anbieter. Aber das ist ganz ehrlich, daran werden wir auch nichts ändern. Das liegt einfach daran, dass wir haben ohnehin Bock auf Kunden, die eine Liebe zum Detail haben. Also so wie wir es sind. Ja. Bei mir ist es so, wenn ich ein geiles Teil sehe, tue ich so, als hätte ich richtig viel Arsch auf dem Konto. Und dann will ich es einfach haben. Und
die ganzen Details und so weiter, das hat einfach seinen Preis. Das ist nicht so, dass die Marge jetzt großartig viel, viel höher ist. Es ist einfach, wenn du es komplett made in Germany haben willst und wenn du es durchdacht haben willst, mit Anleitung, mit hochwertigem Anschraubmaterial und dass der Stahl aus Deutschland kommt und hier gefertigt wird und hier gekantet wird und, dann ist das einfach der Kurs. Und wir wollen diese Kette nicht abreißen und deswegen ist uns das bewusst, dass wir ein bisschen teurer sind, aber das ist okay. Ich denke, das Bewusstsein haben wir bei unseren Kunden auch geschaffen. Andere Sache. Supra zum Beispiel. Das ist wiederum eine Geschichte. Da müssen halt so Kleinigkeiten wie Senklochbohrung rein, weil die Schiene eben genau hier drüber läuft. Da musst du dir während der Konstruktion auch Gedanken machen, wie kannst du das Ganze verbauen? Ne? Weil sonst genau. Stößt du eben da dran. Ich frage mich jetzt gerade, wir gehen hier total ab auf unseren komischen Gewinde- und Senklochgeschichten und da ist eine Kantung. Das ist für die meisten wahrscheinlich so ultra langweilig. Ja. Aber egal, wir finden das geil. Ja, weitere Update. Optimierung. Genau. Optimierung. Update, ja. Da müssen wir zum Rechner, ne? Genau. Ein paar Sachen können wir auch hier schon zeigen. Ja. Und zwar einmal die Schraube hier, die Verschraubung der L-Adapter auf die Laufschiene. Wie man hier erkennen kann, ist das hier sehr friemelig, da mit dem Schlüssel reinzukommen. Und der Platz ist ein bisschen wir verschenken Platz. Eingeschränkt, genau. Ja, also du kannst ja hier die Höhe einstellen. Genau. Ne? Und normalerweise könnten wir ein Loch tiefer gehen, aber wir stoßen mit der Schale an die Mutter. Und da hat Dennis gesagt, Alter, ich bin so ein geiler Typ, ich baue das jetzt um. Das zeigt so euch ungefähr. Jetzt. Das zeigt euch jetzt. Alles klar. Das war dein Stichwort, ihn zu zeigen. Ja, echt? Ich muss das aber erst noch aufmachen. Dennis? Ja? Bist du jetzt soweit, oder? Nein, Fusion ist gerade eben einmal abgestürzt. Ein Sonntag später. Er ist von Halle 2 zu Halle 1 gelaufen. Jetzt gleich fällt die Haut ab. Ich bin Vampire. Genau, hier sehen wir jetzt die Sitzkonsole, die wir gerade eben noch drüben auf dem Tisch gesehen haben. Einmal zusammengebaut im CRD. Und hier sind jetzt schon unsere neuen L-Adapter montiert. Wie ihr sehen könnt, sind die Befestigungsbohrungen nach vorne gerutscht. Hat den Vorteil, dass die Mutter hier hinten besser zugänglich ist und der Sitz an sich noch ein kleines Stückchen nach unten kommen konnte, um die Sitzposition einfach noch ein bisschen tiefer zu kriegen. Ein weiterer Schritt, den wir gemacht haben, ist, der wahrscheinlich auch sofort ins Auge fällt, die vorderen Langlöcher, die waren vorher waagerecht, jetzt sind die schräg. Und zwar hat das den Hintergrund, dass wir jetzt hinten den Sitz mit beiden Befestigungsbohrungen in der Höhe verstellen können, ohne die Neigung zu verstellen. Das ist nämlich vorher passiert. Genau, das sind die Optimierungen, die wir jetzt an dem L-Adapter gemacht haben. Zusätzlich ist noch hinzugekommen eine Bohrung zur Befestigung entweder des Gurtschlosses oder der Ringöse für Renngurte. Das war auch ein Punkt, der immer wieder angefragt wurde, wo sowas befestigt wird. Das heißt, wir gehen auch wirklich auf eure Wünsche ein und nehmen uns das zu Herzen, was ihr uns sagt oder was für Feedback ihr uns gebt. Und wir sind leichter. Und wir sind leichter. Das ist wichtig. Eingebauten Sitz in dem Scan von dem Hyundai zeigen. Und hier fällt halt nochmal genauer auf, dass halt die Befestigung nicht symmetrisch ist. Und dass dadurch auf der einen Seite der L-Adapter ein bisschen anders gekantet ist als auf der anderen Seite. Ja. Ja. Fazit also. Mit all dem langweiligen Gerede wollten wir euch eigentlich nur vermitteln, was es wirklich bedeutet, wenn man so eine Sitzbefestigung entwickelt und dass es mit einer Entwicklung überhaupt nicht getan ist, dass du wirklich bei jedem Fahrzeug komplett neu umdenken musst, jedes Mal, wenn du möchtest, dass das Plug and Play funktioniert, wenn du möchtest, dass der Endkunde nicht viel oder das Ziel ist, dass er gar nichts bearbeiten muss, richtig? Ja, und TÜV. Das Ganze, natürlich muss es sicher sein, natürlich muss es in einem Unfall eine gewisse Sicherheit haben, also mit Sicherheitsfaktoren beaufschlagt sein. Damit simulieren wir das Ganze ja. Aber trotzdem ist es einfach ein Riesenkrampf und jeder weiß, dass es immer schwieriger wird. Wenn wir unsere Teile ins Ausland verkaufen, ist es überhaupt kein Thema. Da sind wir einfach sehr happy über den hohen Standard. In Deutschland ist es natürlich immer tricky.
Wir haben jetzt uns auch überlegt, dass wir bei jeder Sitzbefestigung ein Stilllegungskit für den Airbag mit beilegen, weil auch euch das viel Recherche etc. erspart. Oft wird eine Dekodierung vom TÜV verlangt, da können wir natürlich nichts machen, beziehungsweise da habt ihr dann wahrscheinlich euren Kodierer. Aber so würden wir dann dementsprechend kleine Plugs mitliefern, dass ihr euch wegen des Gurtschlosses und wegen der Sitzbelegung erstmal keine Gedanken machen müsst. Und bei der Supra wird es eine ganz andere Challenge. Bei der Supra kann es sein, dass ich einen Käfig brauche. Ich weiß es nicht genau. Ich habe jetzt die Info bekommen, dass es bei Vichas möglich ist, die so einzutragen. Ich bin mir nicht sicher. Allerdings wird das nicht so leicht wie beim Hyundai, weil Hyundai an sich schon gute Vorarbeit geleistet hat. Und ich bin gespannt, wie es bei euch lief. Habt ihr sowas, steht ihr vor einem Umbau? Vor welchem Problem steht ihr? Und sind vielleicht die Sitze gar nicht euer größtes Problem, sondern vielleicht ein viel zu großer Flügel? So, viel Spaß. Nein, nicht viel Spaß. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.